Hallo und willkommen, liebe Freunde von Enderal, liebe Sie Elder Scrolls Freunde, willkommen zurück. Ja, bei Enderal, habe ich ja gerade schon gesagt. Und, es ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her, seitdem ich das Spiel das letzte Mal anhatte. Und beim letzten Mal bin ich ja hier so ein bisschen dahin geflossen, wie man vielleicht letztes Mal auch gesehen hat, dass hier die Haare auf einmal immer nasser wurden. Es ist unglaublich, wie man das dann doch irgendwie gesehen hat. Und jetzt sind, glaube ich, 3 oder 4 Wochen mittlerweile rum. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte zwischenzeitlich eine ganz andere Serie aufgenommen. Schade, okay. Ein guter Mann. Was? Okay. Was wollen die von mir? Ich dachte mir jetzt einfach mal, es wird mal langsam wieder an der Zeit, ein bisschen Enderal aufzunehmen. Und ich hatte ja auch gesagt, ich werde Enderal aufnehmen, wann ich Zeit und Lust habe. Und dadurch, dass es ein endloses Let's Play in Anführungszeichen ist, muss man das ab und zu leider mal so ein bisschen schleifen lassen. Aber ich denke mal, das ist schon okay. Dafür kommt ja was anderes, weißt du? So, ich muss jetzt mal gerade überlegen, was wir beim letzten Mal eigentlich gemacht hatten. Ich glaube, wir hatten mit... War das sie? Nee, mit ihr haben wir nicht gesprochen. Ich weiß, dass hier irgendwas mit dem Markt war. Ich glaube, ich rede mal mit ihm. Hallo, Kaba Torwald. Ich glaube, warte mal. Ja, genau. Ich sprach mit Nathalie Monblum, einer der beiden Beteiligten des Streites. Wie sich herausstellte, arbeitete sie für die Apothekari aus dem Pesthaus. Diese benötigen, um die Fleischmadenkranken dort zu behandeln, 10 Bündel rote Windwurz. Eine seltene Gattung Kräuter. Der Händler Kaba Torwald besteht darauf. Verkauft sie nur zu horrenden Preisen. Und wenn die Apothekari nicht bald Nachschub bekommen werden, die Unterstädtler bald ein gutes Dutzend neuer Gräber schaufeln müssen. Ich sollte von Kaba Torwald sprechen. Es ist schon ein bisschen spät bei mir und ich muss auch mal dieses neue Setting hier testen. Jetzt bin ich ja etwas besser belichtet, weil ich habe jetzt hier eine andere Lampe und ich habe ja jetzt hier hinten diesen dunklen Hintergrund. Das hat man bei der anderen Serie, die ich mal aufgenommen habe. Das läuft auch gerade auf dem Channel, ich mal gerade so sagen. Da sieht man das ganz deutlich, dass das sich um einiges verbessert hat von der Bildqualität. Aber jetzt habe ich das neuere Setting noch. Das heißt, ich habe hier eine Lampe stehen und da noch eine Lampe. Da fehlt noch was, aber mal gucken, wie das rüberkommt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich da unten in den kleinen Monitor schaue. So, mit Kaba über die roten Windwurz sprechen. Okay, machen wir nochmal. Ihr verkauft also roten Windwurz. Oh, beim Namen der Sonne. Nimmt das denn nie ein Ende? Sagt Natalia, dem Haus der Apothekarii oder wer auch immer euch geschickt hat, dass es bei dem Preis bleibt. Mhm. Ich könnte mir den Wurz auch einfach nehmen. Wenn die Apothekari nicht bald Nachschub bekommen, gehen eine Menge Leute vor die Hunde. Ist es euch das wert? In der Oberstadt würdet ihr den Wurz auch nicht günstiger bekommen, also stellt mich bitte nicht als Wucherer dar. Aha. Hört her, ich weiß genau, was ihr denkt. Dieser skrupellose Bastard, wie gierig, wie böse und so weiter und so fort, aber so ist das nicht, glaubt mir einfach. Was ist also? Wollt ihr etwas kaufen? Ansonsten lasst mich in Frieden. 300 Groschen. Sprechen, dann 10 Bündel Windwurz bringen. Oder Kabas Schlafbereich in den Kommunen durchsuchen. Hups! Ich wollte jetzt aber nicht die Zeile hier aufmachen. Warte mal. Ah ja, also das heißt also, wir könnten jetzt... Das ist jetzt, wenn ich kein Geld dafür opfern möchte. Ich habe auch sowieso keine 300 Groschen. Ich hätte sie, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen würden und in der Bank nachgucken würden. Weil da haben wir ja, glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, 150 Groschen. Müssen eigentlich 150 sein. Sind das 150 oder sind es ein paar weniger gewesen? Oder waren es mehr? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so lange her. Ich habe schon lange nichts mehr eingezahlt. Ja, du bist ein echter Rabauke. Oh, ich gehe mal lieber. Also ich könnte jetzt theoretisch... Weißt du was, das machen wir. Wollen wir nicht mal einbrechen? Komm, erstmal fett auf Speichern drücken und hoch, ich bin unscharf. Kamera, böse Kamera. Du bist eine ganz, ganz böse Kamera. Schalt mich gefälligst nächstes Mal scharf. Schreitet wohl.
Damit die Ladies auch mal was zu gucken haben. Entschuldigung. Was? Schade. Ah ja. Was hatten wir denn? Wieso sind diese Werte hier im einen... Plus 1. Ich glaube, ich habe irgendwas an, was das verbessert hat, oder? Ich glaube schon. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben hier noch... Oh Gott, Erfahrungspunkte müssen wir erstmal ein paar sammeln, bis wir Level 12 erreichen. Da, Mann. Und es sieht so aus... Gesucht in Ark. Immer wenn ich Ark höre und lese, dann kommt es mir so vor wie Ark, das Spiel. Ich mache das hier mal weg. Okay, das ist tatsächlich der richtige Weg. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Ah! Warte mal. Ich habe hier nämlich seit so ein paar... Jetzt wird es schon wieder unscharf. Ich habe hier seit so ein paar Wochen... Ich glaube, ich sollte den Autofokus vielleicht mal ausmachen. Ich habe seit so ein paar Wochen, habe ich mir was gegönnt. Und das ist dabei rausgekommen. Ja. Ich will jetzt hier... ich werde dafür nicht bezahlt oder so, aber ich... Ich will das jetzt nur mal kurz sagen. Nicht, dass das hier Beef gibt auf dem Channel. Das ist kein Product Placement. Ich will das auch... Ich werde hier nicht bezahlt für irgendjemanden. Ich mache das einfach nur, weil ich dieses Buch einfach genial finde. Und jeder, der, ich sag mal, so Skyrim-Fanatiker ist wie ich, ich mag das Spiel ja sehr, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall holen. Und ich habe jetzt, glaube ich, ich habe zwei Kapitel. Also gerade von den Kaiserlichen und das alles gelesen. Das sind ja quasi die Sachen, die es auch im Spiel gibt. Aber das vereinfacht natürlich das Lesen etwas. Und es wurde tatsächlich von diesem Ort hier da drinnen geschrieben. Also jetzt nicht von Ark, sondern von ganz... oh Gott, wie hieß denn der Ort jetzt wieder? Wie heißt denn die Insel, auf der wir drauf sind? Enderhall nicht. Da steht was anderes. Da war irgendwas mit diesen... Ich lasse es. Ich muss nochmal lesen. Kyrianischen... Also es ist hier jedenfalls so eine... So eine Verschwörung drauf. Die Bruderschaft war es nicht. Wie hießen das vor... Wie hießen denn diese Bösen? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls... Kultisten? Nein. Also ich gehe jetzt hier alles durch gerade. Es ist jedenfalls irgendwie so eine Gruppe und die gibt es tatsächlich in diesem Buch da zu lesen. Und dann ist mir das gleich aufgefallen, weil da stand auch Halbinsel oder Insel stand da mit drin. Und die kommen von einer Insel und dann haben die diesen Bund erwähnt. Künerik-Bund? Nee, wie hieß denn dieser Bund hier? Egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich hätte vielleicht den Stream anschalten sollen dafür. Damit ich den Chat fragen können. Aber ich habe mir gedacht, nee, komm, wenn du schon OBS benutzt, nimmst du nur auf. Ich glaube, sonst könnte das hier ein bisschen mehr ruckeln. Obwohl die Kiste ja nicht alles kann. Okay, warum komme ich hier lang? Verzeiht mir, dass ich gerade wirres Kram erzählt habe. Das passiert manchmal. Manchmal, Terra, das passiert immer. Okay, das passiert immer. Ach, nie genug Gold. Brauch nur einen guten... Wieso habe ich keine Waffe? Ich glaube, ich werde mal... War das der gleißende Funke oder Kettenblitz? Kettenblitz habe ich. Ach, nie genug Gold. Brauch nur einen guten Fang. Ho! Lalala! Du triffst mich nicht! Autsch! Mist, er trifft mich auch noch. Ha! So, das war er. Wir haben noch nicht mal eine Magierrobe an. Ich bin eigentlich wie ein Krieger angezogen. Wie eine Kriegerin. Hallo. Wo ist denn der hin? Typ? Hier in die Ecke geflogen, natürlich. Das machen Straßendiebe so. Wenn sie sterben, dann fliegen sie erstmal quer durch die Gegend. Eisenclaymore. Eisenharnisch. Lederschuhe. Ich hätte Platz, ne? Nicht so viel. Komm, das lassen wir. Ich suche jetzt einfach diese Wohnung da auf. Ich bin mal gespannt, ob ich sie finde. Was ist das denn hier? Oh, eine... Was? Oh, das Ding sieht voll schön aus. Aber das ist doch keine Perle. Ich verstehe unter einer Perle irgendwie was anderes. Das sieht mir aus hier wie so ein... Fast wie so ein... Lapis Lazuli-Teil... Wobei, nee, Lapis... Wobei, doch könnte.
Wobei Lapis Lazuli immer ein bisschen blauer ist, aber war... Ich nehm's einfach mit, weißt du. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Säge, nein. Kiste, war nichts drin. Es war eigentlich nur dieses... Zauberbuch, Totenhauch. Ich glaube, den Totenhauch kann ich tatsächlich... Eine Pfeilsammlung. Stahlpfeile nehme ich immer gerne mit und hier stecken auch noch ein paar. Aber die kann ich nicht mitnehmen. Ist ja schade. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Hm. Ich will mal gerade gucken, ob ich dieses Buch irgendwie schon mal hatte. Toten. Toten. Das kenne ich noch gar nicht. Ein Sog aus dunkler Macht, der 9 Punkte Entropie-Schaden verursacht, euch allerdings ebenfalls Lebensenergie kostet. Ich werde einfach mal dieses Buch in mich aufsaugen, auch wenn es Todesmagie ist, die ich eigentlich nicht so gerne habe. Ich möchte jedenfalls versuchen, die ganzen Elementarzauber zusammenzukriegen. Das heißt, wir müssen Wind... Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Wind gibt, aber es müsste es eigentlich geben. Ich bin mal gespannt. Jetzt lässt mich das gerade nicht... Ich müsste da eigentlich gleich mal reingucken. Ob dieser Bund, dass ich den finde. Aber egal. Einen Groschen mit am... Nein! Bitte nur einen. Ich bin mal nicht so. Ich will den jetzt gerade nicht wegbritzeln. So. Schreitet däm, wohl. Däm, däm, däm. Schreitet wohl, mein lieber Herr. Lieber Herr vor allem. Mein lieber Herr Gesangsverein. Es lädt. Es ist eine sehr beruhigende, ein sehr beruhigender Ladebildschirm gerade mit dieser Musik. Ich gucke immer hier. Was mir auch immer aufgefallen ist, ich gucke viel zu viel nach rechts. Ich sollte vielleicht diesen Bildschirm ausschalten. Es ist eine Krankheit. Ich sollte mir das abgewöhnen. Ich hatte hier doch auch noch ein... Hatte ich mir nicht sogar einen Zettel gemacht, was wir als nächstes machen wollten? Oh, Aufnahme. Da muss ich jetzt erstmal wieder einen Strich machen. Ich hoffe, ich habe die Strichliste mal weitergeführt. Also laut meinem Plan müsste das jetzt die 9. Aufnahmesession von Enderal sein. Es kann aber so sein, dass es vielleicht schon die 10. ist, weil ich ja beim letzten Mal... Ich weiß nicht, ob ich den Strich gemacht habe. Ist aber auch nicht so schlimm. Das letzte kann ich ja nicht als komplette Aufnahmesession gelten lassen. Vor allen Dingen, die war so ein bisschen... Ich war ein bisschen unzufrieden mit der letzten Aufnahme, wo ich halt hier so geschwitzt habe wie ein Tier. Oh. Aber naja, jetzt ist es ja wieder kalt. Jetzt muss man sich schon wieder fast eine Winterjacke anziehen, obwohl es ja eigentlich Sommer ist. Finde ich immer toll. Das sieht irgendwie schön aus. Wo komme ich denn? Willst du mich eigentlich verabschieden? Ah, ich hab vergessen. Ja, okay. Okay, jetzt war ich doof. Jetzt war ich einfach doof. Madame? Aber? Blut? Wo ist Milbert? Verdammt, das sieht nicht gut aus. Den Schlüssel am Marktplatz der Unterstadt finden und zu Milbert bringen. Das haben wir ja jetzt... Ja, Milbert, wir kennen ja das noch aus meiner vorherigen Aufnahme. Also Staffel 1 kennt man das ja noch. Da haben wir diesen Blutfleck hier auch schon mal gefunden. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal... Manche Schichten gehen einfach nie zu. Ich bin so doof. Ah. Bitte jetzt erstmal überall eine Facepalm unten in die Kommentare schreiben. Es geht ja mal gar nicht. Oh. Weißt du, ich wollte einfach das ein bisschen hinauszögern. Ich wollte einfach die Ladebildschirme hier genießen. Weißt du, wenn du so lange kein Enderal gespielt hast, dann musst du die ganze Zeit erstmal Ladebildschirme bestaunen. Oh Mann. Habe ich denn eigentlich wieder genug zusammen, dass ich was... Ja, ich könnte... Ich habe 20 Eisenerz. So, jetzt haben wir erstmal alles geschmolzen. Das möchte ich jetzt aber gerne erstmal, da wohne ich, glaube ich, ne? Eichenblick. Hieß das so? Ja, das hieß so. Das sah ja richtig schick aus.
Hier hatten wir die Libelle hingepackt und hier hatten wir die Biene. Was ist denn da im Kleiderschrank eigentlich? Feine Stiefel. Gut. Wir packen jetzt erstmal das ganze Eisen, was ich gerade dabei habe. Hier einfach erstmal rein. Eisen. Weil meistens ist ja tatsächlich irgendwie sowas immer in der Nähe. Oder gibt es hier noch Barren? Okay, Barren habe ich nicht mehr dabei. Aber so sind wir schon mal wieder ein wenig leichter geworden. Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder durch. Und den nächsten Ladebildschirm. Aber der müsste eigentlich schon ein bisschen schneller gehen. Ich glaube, da war ich schon. Jetzt knetert das hier schon wieder. Wo ist denn das Teil, was ich da letztes Mal draufgestellt habe? Moment. Ihr seid Fremdling. Es ist so... Ich weiß nicht, warum das immer vibrieren muss. Eine Wasserkühlung ist ja schön und gut. Die macht auch viel Krach, wenn man eine Wasserkühlung hat, die halt sehr viele Ventilatoren hat. Man dürfte das eigentlich gar nicht so stark hören hier, aber dieses... Dass dann auf einmal das Gehäuse anfängt zu vibrieren, das ist so nervig, ist das. Schreitet wohl! Ich muss mir da vielleicht mal was ausdenken, um das richtig wegzukriegen. Ich weiß nur noch nicht wie. Naja, vielleicht sind es auch die ganzen Festplatten da drin. Ich meine, ich habe da gefühlt 1000 Festplatten eingebaut. Ich glaube, das ist ein bisschen viel für das Gehäuse. Vielleicht vibriert ja deine Festplatte. Man weiß es nicht. So, wo muss ich denn jetzt genau hin? Weißt du was, ich werde mir mal kurz eine Fackel zünden. So. Einen Groschen mit ab. Bitte nur einen. Ich hab keinen. Im Moment zumindest nicht. Ist das hier Barackenplatz? Es ist noch früh genug. Ich hoffe, wir können da so ganz, ich sag mal, unbedenklich einbrechen. Der hat ja bestimmt nichts dagegen, der Kerl. Hier muss ich lang. Da unten ist das Türensymbol. Nee, ein bisschen alt. Na? Ah ja. So. Jetzt habe ich hier mehrere Symbole. Da ist einmal das Türensymbol und das soll mir wahrscheinlich zeigen, dass er hier gerade ist. Wohl. Natalia. Okay, ich kann sie noch nicht ansprechen. Da müsste ich rein. Oder muss ich da unten rein? Wohnbaracke. Ich würde ja fast behaupten... Was ist das denn? Das ist jetzt aber echt nicht schön. Flammenbiss? Feuerblitz? Ich glaube, ich werde mal Flammen... Nein! Ich habe ein ganz blödes Problem gerade. Warum ist... Was ist... Was, nee. Genesungstrank. Verbrenne, du blödes Vieh! Boah. Das ist doch jetzt wieder der andere Auftrag. Natürlich ist es der andere Auftrag. Warum frage ich denn auch noch? Natürlich, der Eiter... dieses Wesen ist auch so widerlich. Ich weiß nicht mehr, wie das bei Skyrim hieß, das Viech. Das habe ich da nie gesehen, bin ich ganz ehrlich.
Hier ist einfach mal alter Käfer. Boah. Furchtbar. Jetzt sind wir nämlich bei Sira zu Hause. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Als mir den Schlüssel bringen wollte, fand ich seinen Karren, stand nur eine Blutspur. Sila, nicht Sira. Sila. Könnte Sila dahinter stecken? Vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Ja, Silas Behausung nach Hinweisen durchsuchen. Und hier ist überall dieses Glimmerstaubzeug. Kappenstaubflasche. Nehmen wir mal mit. Und das ganze Brot, das brauchst du... Was? Das ist leer. Natürlich. Ich packe immer mehr Brote in ein Brot rein. Oder irgendwas anderes. Manche haben da auch eine Feile drin. Äpfel. Nehmen wir mal mit. Hier ist Geld. Oh, Münzhaufen. 25 Groschen. Na, dann nehme ich das doch einfach mal an mich. Bücher. Das goldene Haus. Das nehme ich gerne mal mit. Wir müssen vor allem Dingen... Ich habe ja noch so ein paar Bücher, die möchte ich... Der Pfadbuch 3, die Götter. Her damit. Was haben wir da? Der Kirscher und die Wildmagie. Ich habe mir ganz ernsthaft... Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Ich habe mir vorgenommen, alle Bücher irgendwie zu... Der Pfadbuch... Ach, her damit. Ich habe mir ja vorgenommen, dass wir wirklich versuchen, irgendwie mal so ein paar ein paar Bücher zu lesen. Wir haben bis jetzt noch kein einziges gelesen. Ich kann mich jedenfalls nicht dran entsinnen, dass wir irgendwie schon mal irgendwo angefangen haben. So, jetzt lesen wir erstmal den Zettel hier. Das Papier ist Schmutz, verkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Ach du meine Güte, ist das klein. Warte mal, ich muss mal dichter ran. Und ich darf nicht ganz so laut sein. Gunam, netter Kerl. Einer von den Sichelfritzen scheint öfters kommen zu wollen. War rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. In Klammern, warm halten. Lambert wollte nicht, dass ich seinen Namen rausfinde. Mit H geschrieben, das finde ich schön. Aber hat sein Amulett mit dabei. Hat. Dachte wohl, nee, ranzige Hure kann ich lesen. Haha, Überraschung. Ist wohl Novize, als wird mich das nen Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir's getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaube ich. Muisa Darius, Oberstädtler. Schnösel und besteht darauf, mit Maiser Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen, hab ihn mit Roko gedroht. Glaub nicht, dass er wiederkommt. Jorek, armer Schlucker, genauso nach diesem verfickten Zeug, süchtig wie ich. Glaub, er ist ein hohes Tier. Unter den Stahlkrabben. Hat sich selbst, als wir gerade dabei waren, immer umgeschaut. So, als würde er Angst haben, dass gleich jemand reinkommt. Hat großzügig draufgelegt. Ich hoffe, er kommt wieder. Wieder. Okay. Das bringt uns jetzt nicht sonderlich weiter. Wir müssen hier bestimmt noch irgendwo anders gucken. Interagiere mit Bild. Ein Bild, das scheint Sila wohl wichtig gewesen zu sein. Das Seeheim sein. Ihr Heimatdorf? Ja, das könnte vielleicht sein. In Seeheim nach Hinweisen suchen. Okay. So, jetzt erstmal wieder richtig hinsetzen. Und das Mikrofon richtig hinpacken. So. Ja, ich sitze richtig. Gut. Okay, dann haben wir das jetzt auch erstmal. Was ist da unten in der Kiste? Eine Axt. Das sind kleine... Ich weiß immer noch nicht, wofür die Einzelteile sind, aber für irgendwas scheint die ja irgendwie gut zu sein. Ein Hufeisen bringt Glück, ich nehme es trotzdem nicht mit. Wir müssen jetzt also irgendwie versuchen... Ich weiß jetzt natürlich nicht... Bitte nur einen. Ich weiß jetzt nicht, wie blöd die KI ist. Ich werde jetzt mal... hier draußen speichern. Alles Schrift. Was passiert, wenn ich da reingehe? Ich bin jetzt mal gespannt.
Ich höre da was. Lese Brief. Mensch, hab ich lange Arme. Ich könnte da jetzt rein. Kann ich sogar. Hier sind auch ein paar Bücher. Aber das kann ich jetzt nicht so klauen. Lese Brief. Oder Kabas Treffen mit Unbekannten beiwohnen. Kabar, sobald wie möglich an der Leichengrube. Keine Waffen, keine dummen Ideen. Wo muss ich denn jetzt hin? Leichengrube. Da. Das ist hier hinten. Aber da bin ich ja eigentlich schon richtig. Okay. Das heißt also, wir sind hier eigentlich gut gewesen. Ich will jetzt aber... Rolle A... Arkan... Rune... Was macht denn eine Arkanruhe? Platziert auf eine Rune, die 22 Punkte Blitzschaden verursacht, wenn Gegner sie berühren. Das klingt ja gar nicht mal so verkehrt. Beschwören haben wir schon. Magierlicht. Erzeugt ein magisches Licht. Okay, das ist jetzt nicht so... Was macht denn hier solche Poltergeräusche? Also, ich muss hier raus. Ich hoffe... Er hat uns jetzt nicht bemerkt. Was ist da? Jetzt ist plötzlich dieses Geräusch weg. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Aber das sind keine schönen Wohnbaracken. Also ich möchte da echt nicht wohnen. Also er hat eigentlich, wenn es danach geht, ne? Er hat so ein tolles Zimmer gegenüber den anderen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil er es sich leisten kann. Und er nimmt wahrscheinlich dann auch noch Miete. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er uns jetzt irgendwie anspricht. Okay, er tut es nicht. Hallo, kann ich denn... Okay, mehr kann ich nicht mit dir interagieren. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da. Das ist Milbert. Ich muss diesen hier oben nehmen. Das heißt, wir müssen also einmal hier quer durchlaufen. Lasst mich. Ich lass dich doch. Lasst mich einfach in Frieden. Lass ich doch schon. Ich lass doch jeden hier in Frieden. Weiter. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn wir eigentlich an denen ganz normal vorbeilaufen, dass sie sich angesprochen fühlen. Das ist ein bisschen komisch manchmal, aber gut.